Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Star Wars Squadrons. Nachdem wir im letzten Teil wunderschön diesen imperialen Sternzerstörer gestohlen haben, könnte es vielleicht heute etwas entspannter werden, hoffe ich jetzt einfach mal. Wen haben wir hier? Gandhi und Kyo wollen was von uns. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit Kyo an. Das nenne ich mal eine Mission. Das hat mehr Spaß gemacht, als meine Bestzeit an der Todesmarschstrecke zu verbessern. Wir haben einen Sternzerstörer stehlen können und unseren Freunden geholfen. Und wir haben Yavin gesehen. Wir haben immer noch Verbündete auf dem vierten Mond, aber ich bin noch nie dort gewesen. Bei Yavin war eine Energie zu spüren, die ich so noch nie zuvor erlebt hatte. Irgendwie chaotisch und besänftigend zugleich. Das Imperium verdirbt die Energie jedes Planeten, den es in seine Klauen bekommt. Aber ich kann immer das Gute spüren, das darunter verborgen ist. Und dafür kämpfen wir. Für das Gute. Aber ich habe vorhin gesehen, wie Frisk Commander Javes genervt hat. So wie ich Frisk kenne, braucht der Commander bestimmt Hilfe. Die Kyo ist auch nicht machtsensitiv. Die kann doch wohl nicht die Macht spüren und benutzen? Hört sich wer danach an? Das Imperium wird den Sternenzerstörer zurückhaben wollen. Aber na gut, sollen sie es ruhig versuchen. In meiner Heimat, als das Imperium in Mimban einfiel, haben wir einen gepanzerten Transporter mit Scoutläufern gestohlen. Als das Imperium nach ihnen gesucht hat, haben wir die Läufer einfach gegen sie eingesetzt. Das hättest du sehen sollen. Ich schätze, der Commander hat etwas Ähnliches mit dem Sternenzerstörer vor. Was sollte er denn sonst damit wollen? Wenigstens hat sich Wedge das richtige Team für die Aufgabe ausgesucht. Diese Faulenzer in der Alphabet-Staffel würden jetzt immer noch bei Yavin herumtrödeln. Genug geplaudert. Mal sehen, was der Commander als nächstes für uns geplant hat. Mir würden ein paar Sachen mit dem imperialen Sternenkreuzer einfallen. Technische Daten zocken. Gleich Strukturen nicht jetzt kopieren. Sobald der Sternenzerstörer sicher abgeliefert ist, kann ich dir antworten. Wohin denn? Wir haben unser Leben riskiert, um den Sternenzerstörer einzunehmen. Und jetzt sagst du nicht mal, wohin er gebracht wird? Nicht meine Sache. Außerdem setze ich etliche Leben aufs Spiel, wenn ich jetzt zu viel verrate. Und das nach allem, was wir für Projekt Starhawk getan haben. Hör zu. Ich kann dir nicht alles verraten. Linden, die Soldaten auf der Victorum haben uns gerade ein Totgeld geschickt. Jetzt? Mist. Ruf Vanguard für eine Eilbesprechung. Ja, Mist. Gerade wo es spannend wurde. Code Gelb vom Sternzerstörer, das klingt nicht gut. Es gibt einen Notfall. Der gestohlene Sternzerstörer hat unerwartet den Hyperraum verlassen, hinter feindlichen Linien. Unsere Truppen reparieren den Hyperantrieb bereits unter Hochdruck, aber ihr müsst ihnen etwas Zeit verschaffen. Eine imperiale Flotte nähert sich dem Sternzerstörer Victorum. A-Flügler sollen die feindlichen Jäger abfangen. Der Rest der Vanguard-Staffel unterstützt und verteidigt. Ich kenne die imperialen Protokolle genau. Zweifellos wollen sie die Victorum mit Ionenwaffen lahmlegen, bevor sie sie mit Shuttles zurückerobern. Ihr müsst sie aufhalten. Die Victorum darf auf keinen Fall zurück in die Hände des Imperiums gelangen. Sobald der Hyperantrieb des Sternenzerstörers wieder läuft, gebt ihr Deckung, damit er sicher in den Hyperraum springen kann. Ich schicke euch die Koordinaten, wenn es soweit ist. Kriegen wir hin. Fangen wir mal mit. Die haben auch noch was. Io hat auch noch. Gleich Io. Gandhi. Das ist meine Schuld. Ich habe den Reparaturaufwand unterschätzt. Jetzt ist das ganze Projekt in Gefahr. Hyperantriebe fallen aus, Adam. Das passiert. Wenn ich vorgeschlagen hätte, weitere Techniker nach Yavin zu schicken, wäre das nie passiert. Keine Sorge. Vanguard ist einsatzbereit. Sie sind rechtzeitig dort. Aber natürlich. Nicht wahr? Ich weiß. Aber ich werde trotzdem Hosnian Prime kontaktieren und weitere Ingenieure anfordern. Nur für den Fall. Bewegung, Pilot. Gani. Was denn noch? Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich hinter feindlichen Linien festgesteckt habe. In der Schlacht von Mimban. Im ersten Jahr der Klonkriege. Die Separatisten setzten ein Bataillon von B2-Droiden im Nenf-Flachland ein und schnitten uns von der 224. Klondivision ab.
Ein Gewitter hat unsere Kommunikation blockiert, also habe ich mir einen Lufthüpfer geschnappt, um mich mit der 224 zu treffen und Verstärkung anzufordern. Lief nicht so gut. Auf halbem Weg über das Flachland haben mich die Droiden vom Himmel geholt. Glaub mir, so eine geschmeidige Bruchlandung hast du noch nie gesehen. Naja, außer dass mein Arm im Wrack feststeckte. Dachte mir, bevor mich die Droiden erwischen, verabschiede ich mich lieber von einem Arm. Man braucht sowieso nur eine Hand, um einen Blaster abzufeuern. Ich bin also mit nur einem Arm und verdammt mieser Laune aus dem Flachland gekrochen. So ein Elend wie mich hatten die Klone noch nie gesehen. Aber sie flickten mich zusammen und halfen uns, die verdammten Droiden wieder vom Planeten zu vertreiben. Hätte ich nur gewusst, dass die Klone 3 Jahre später durch Sturmtruppen ersetzt werden würden. Jedenfalls sollten wir zurück zum Hangar gehen. Die Victorum braucht uns. Yes! Ja, wenn man so einen Arm verliert, das kann einem schon mal den Tag verderben. Das kann ich verstehen, dass man dann nicht mehr ganz so gute Laune hat. Hätte ich jetzt auch nicht, sage ich ehrlich. Deswegen, ich fühle die da voll. Hier noch einer was von mir. Frisk und Kyo. Wir haben gerade darüber gesprochen, was mit der Victorum passiert ist. Und Kyo hatte eine... wie nennst du es noch gleich? Es ist nur ein Gefühl, Frisk. Mehr nicht. Und was sagt dieses Gefühl? Ich glaube, das Imperium ist schuld. Die haben bestimmt den Hyperantrieb sabotiert, bevor unsere Soldaten das Schiff übernehmen konnten. Ich weiß, das klingt abwegig, aber Kyo hat meistens einen sechsten Sinn für sowas. Hör nicht auf ihn, das ist doch keine große Sache. Auf Muriel wurden wir gelehrt, die Macht zu respektieren und ihr zuzuhören. Ich kann sie nicht einsetzen, so wie es andere konnten, aber manchmal spüre ich gewisse Dinge. Ich spreche nicht gerne darüber. Heutzutage weiß man ja nie, wer gerade zuhört. Aber mal was anderes. Wann hast du eine Vorahnung über die Corellianische Lotterie? Hä? Ist das dein Ernst? Wir stehen kurz vor einer Rettungsmission und du denkst nur an Credits? Ich meine ja nur, solltest du irgendwelche Zahlen spüren, sag einfach Bescheid, okay? Vielleicht bedeuten sie irgendwas. Wir sollten uns wirklich auf den Weg machen. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, wie Frisk in diese Staffel reinpasst, aber gut, das beurteile ich nicht. Was haben wir hier Schönes? A-Flügler sind so schnell, wie du sie fliegen kannst. Rumpf und Schilde sind zu schwach, um sich gegen Großkampfschiffe zu behaupten, aber imperiale Sternjäger haben keine Chance. Wir haben einige Möglichkeiten, um dich im Kampf gegen die Thais noch effizienter zu machen. Mir gefallen die Schnellfeuerlaser und die Speerfeuerraketen. Keine Schnellerfassung, stärker Suche. Oh, da haben wir es doch. Das heißt, ich brauche, um auf den Schaden zu kommen, 4 davon. Davon habe ich tatsächlich mehr. Ich kenne mich kein bisschen aus, aber ich vertraue meiner Mechanikerin. Das ist so der Unterschied. So, dem süßen Gesicht kann man nur vertrauen. Dann wollen wir mal. Glaubt ihr, ihr könntet diese Bomber fernhalten? Wir sind dran, Victorum. Durchhalten. Das kriegen wir hin. 5, fang diese Thai-Bombe ab. Wir müssen der Mannschaft mehr Zeit verschaffen. Nichts lieber als das. Kann man uns um die restlichen Jäger. Ich bin dabei. Victorum, diese Bomber nähern sich schnell. Ihr solltet vielleicht die Turbolaser aktivieren. Ihre Ionenwaffen haben unsere Systeme deaktiviert. Bevor ihr da wart, waren wir schutzlos. Verstanden. Wir setzen dem Bombardement ein Ende. Ich wollte auch mit dem Namen anfangen. Lass dich nicht von ihren Ionenwaffen treffen. Ja, dann ist die Steuerung dahin. Oder schlimmer. Hatte ich nicht vor. Wir machen sie fertig.
ich. Was dachtest du denn? Pass auf, hinter dir! Du bist jetzt sicher. Danke. Wo ist der letzte Punkt? Ich stehe dir bei. Den machen wir mit Lasern. Komm her. Alle Bomber zerstört. Gut, wir brauchen nur Zeit für den Systemneustart. Oh, kriegen wir schon wieder Informationen. Macht schnell, imperiale Shuttles kommen zu euch. Haltet sie auf Distanz. Wenn uns nur ein imperiales Shuttle erreicht, war's das für uns. Ihr habt's gehört, Vanguard. Fangt diese Shuttles ab. Gut. Wir sollten uns aufteilen. Ihr Information. Vanguard, Feuer! Okay, du nimmst das andere Shuttle. Das ist der Plan. Das hat gesessen. Einfach das Shuttle. Ich bin da. Wo ist das Flaggschiff von uns? Sensoren zeigen zwei weitere imperiale Shuttles. Sie wollen uns flankieren. Ich hol mir das Rad ab. Die Schatten dürfen nicht zum Sternenzerstörer. Das ist mir auch klar. Da ist es. Schieß das Ding doch mal ab. Da, so macht man das. Wo ist das Problem? Da kommen noch mehr Shuttles. Mit Thais im Schlepptau. Erledigt das, Vanguard! Das ist auch mir klar. Ich hab dich schon dreimal gesagt. Nur noch ein Shuttle übrig. Ein Shuttle reicht ihnen. Das war's mit den imperialen Transportern. Das war das letzte Shuttle. Gerade rechtzeitig. Systeme laufen. Zeit, den Hyperantrieb zu reparieren. Schafft uns Zeit und erledigt die Trägerschiffe des Imperiums. Ich rufe Y-Flügler-Unterstützung. Sie fliegen einen Bombenangriff auf die Trägerschiffe. Lasst keinen TIE-Jäger in ihre Nähe. Vanguard, wenn unsere Bomber verlieren, war es das für uns. Schaltet die Thais aus. Ich löse mich, um ihre Jäger abzufangen. Ich unterstütze unsere Bomberverstärkung. Schaut hinter euch. Die Thais haben Raketen. Bin Information. Dieses Ziel schützt Vanguard. Wo geht denn hier der Krieg? Fünf! Feind an deinem Heck! Erledige das! Sammeln wir uns mit den Bombern! Du siehst übel aus, Vanguard 5. Wie kann ich helfen? Moment
gar nicht. Mach den Platz. Euer Timing könnte nicht besser sein. Wir sind fast fertig. Unsere Bomber sind hier raus. Danke für die Unterstützung. Sehr gut. Wir führen einen letzten Test durch, Vanguard. Verteilt euch und haltet Wache. Tolle Flugmanöver vorhin, Kyo. Den Drift musst du jetzt auch dem Rest der Staffel beibringen. Soll ich dir was zeigen? Na, ich warte erst mal ab, ob 5 das hinkriegt. Okay, folge mir. Ich hab's auf der Cauchy-Sternstrecke gelernt. Erst leitest du alle Energie in deine Triebwerke und fliegst so schnell du kannst. Ja, jetzt grillen wir die Brücke der Victorum. Gleich kommt der Boost. Ich bin, glaube ich, vorbeigeflogen am Start. Aber mein Schiff ist heute verhältnismäßig ganz geblieben. Ich bin stolz auf mich. Wollen wir mal, ja? Okay, wir sind bereit für den Boost. Hau rein! Wenn du bereit bist, wende abrupt und halte die Schubsteuerung, damit die Triebwerke ausgehen. Wow! Du hast das drauf, 5. Hey, wer heizt hier unsere Brücke ein? Diesen Rebellen wird das Imperium jetzt nie erwischen. Entschuldigt, Leute. Ist alles zum Wohl der neuen Republik. Ich übe das Driften später. Ohne Zuschauer. Feigling. Feigling. Hyperantrieb ist einsatzbereit, Vanguard. Sollen wir uns aus dem Staub machen? Sammeln uns an eurer Position, Victorum. Hier bin ich. Okay, sammeln. Oh, der ist irgendwo da hinten. Ein bisschen der Triebwerk. Ja, ich muss dringend lernen, nicht mehr so nah an Triebwerken vorbeizufliegen. Alles klar, Victorum. In Position. Wo geht's hin? Der Ort ist geheim. Haben euch gerade die Koordinaten gesendet. Erwischt. Dann mal los jetzt. Hyperraumsprung. In 3... 2, 1. Los! Was? Der Hyperantrieb hat wieder versagt. Oh. Nein. Oh Mann. Wir müssen sofort dorthin. Ich weiß nicht, was los war. Alles lief super. Und dann fielen die Systeme einfach aus. Klingt ganz so, als wäre euer Mauvi-Nullifikator blockiert. Setzt das System zurück und startet es neu. Das sollte helfen.
Noch mehr imperiale Schiffe. Die müssen ihren Sternzerstörer sehr vermissen. Na. Nein, sie wollen ihn zerstören. Das werde ich zu verhindern wissen. Könnt ihr sie noch etwas beschäftigen? Wir werden jetzt niemanden im Stich lassen. Alles oder nichts, Vanguard. Beschützt die Victorum. Yes. Macht Spaß, dir zuzusehen. Das dauert zu lange. Erzähl mir nicht, dass dich das überfordert, Frisk. Niemals. Mir tut nur langsam der Finger am Abzug weh. Konzentriert das Feuer auf die Bomber. Danke, Gunny. Guter Schuss. Wieder einer zerstört. Systemneustart wird eingeleitet. Wie lange wird das dauern? Länger als mir lieb ist. Sauber. Ein Raider zur Verstärkung ist hier. Richte deine Kanonen auf den Raider. Welchen Raider? Turbolaser sind wieder online. Hyperantrieb ist beinahe bereit. Das sind zu viele Jäger. Zur Seite und bereit. Erledigt das, Vanguard. Noch nicht, ich lade nach. Ich erleide Schaden. Ja, toll, was soll ich sagen? Alles wieder im Lot. Feuer! Wie lange noch? Kraftkondensator wird ausgerichtet. Geht's auch verständlich? Was? Die Hälfte. Danke sehr. Feindliche Verstärkung im Anflug. Sorry, ich muss hier raus, sonst... An deiner Seite. Die haben mehr Bomber als wir. Das ist nicht fair. Genau. Sie haben es mit der Vanguard-Staffel zu tun. Das ist nicht fair. Für Verteidigungssysteme. Gentlemen, es soll mir eine Ehre heute mit dem Krieg dürfen. Erledigt das, Vanguard! Warte, ich lade nach! Komm schon! An deiner Seite! Na, geht doch! So, Baby! Du bist jetzt sicher! Ja, Treffer! Bist in Sicherheit! Echt gut gemacht! Wo ist der andere Raider? Wir brauchen Hilfe bei diesen Raidern, Frisk! Gleich geschafft. Führe Diagnose des Anschwemmdämpfers durch. Okay, super. Mach einfach. Den Raider noch zerstören? Ich fände die Nachricht deutlicher. Da bekommt der Begriff brandheiße Mission doch komplett neue Bedeutung.
Scheiße, die Laser auf. Wir gehen hier nicht weg, bevor das Vieh nicht am Boden ist. Bin ich zufrieden. Habt ihr die neuen Koordinaten, Vanguard? Bestätige, wir sehen uns auf der anderen Seite, Victorum. Sehr gut. Mehr Imperiale? Nein, nein, nein. Komm, jetzt funktioniert. Jetzt oder nie. Los, hauen wir ab. Ja. Los, jetzt fünf. Wow. Hier versteckt der Boss also sein Geheimprojekt. Wer begibt sich bitte freiwillig so nah an den Ringali-Nebel? War vielleicht der Gedanke dabei. Genau. Könnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen, dass das der Gedanke dabei war. Besser verstecken das, was keiner angreift. Das nenne ich mal ein Kampfchef. Darum haben wir imperiale Schiffe gesammelt. Um das hier zu bauen. Wir nennen es Starhawk. Und es wird uns dabei helfen, den Krieg zu beenden. General Syndulla. Hallo, Vanguard. Willkommen in der Nadiri-Werft. Ich würde euch ja gern herumführen, aber das Imperium ahnt schon, dass wir etwas vorhaben. Sie werden nach uns suchen. Das heißt, dass wir Arbeit vor uns haben. Aber ihr habt jetzt die beste Staffel von allen auf der Seite. Okay, Medailleninfo. Effizient dafür sorgen, dass mit mindestens 30% Rumpf. Ja, die ist ein bisschen unter die Räder gekommen. Ich hoffe, man kann das noch retten, was zu retten ist. Während der Flucht der Victorum alle imperialen Raider zerstört. Darauf habe ich bestanden. Gut. Gut. Ja, das war etwas anstrengender als sonst. Fast hätte mein Schiff zerfetzt, aber am Ende doch noch sehr schön gerettet. Gut. Mir hat's Spaß gemacht. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.